Guten Abend, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz mit den beiden bestens befreundeten Chefcoaches Thomas Doll und Niko Kovac. Ich darf Sie begrüßen und wir legen euch gleich los mit den jeweiligen Einschätzungen der Trainer. Bitte schön, Thomas, Ihr Statement. Ja, Glückwunsch Bayern München und Niko natürlich zum verdienten Sieg. Das erwartet schweres Spiel und ich denke so, die ersten 20, 25 Minuten haben wir das ganz gut hingekriegt und dann ist es natürlich, dann rollt Welle für Welle, kommt so über dich und ja, ein gutes Positionsspiel von Bayern München, viele Wechsel auch, gerade dann auch über unsere rechte Seite, haben dann auch nicht gut verteidigt bei dem Tor von Lewandowski, da müssen wir doch besser dran sein, aber ist natürlich auch mit Wucht dann reingekommen. Ich denke, dass die Jungs das wirklich sehr vernünftig gemacht haben, die Art und Weise, wie in den letzten Wochen auch. Das ist klar, dass wir hier nicht herfahren und Bayern München hier an die Wand spielen, aber wir haben das vernünftig gemacht, waren ein bisschen glücklich, dass wir nur 2-0 hinten gelegen haben, also Bruno Esser hat dann einen richtig klasse Job gemacht. Ja, zweite Halbzeit war dann so ein bisschen kurios, Situation, dann waren wir auf einmal dran mit dem 2-1 aus heiterem Himmel. Ich weiß nicht, ich habe gehört, ich habe mit Niko vorhin schon gesprochen, wahrscheinlich war das wieder so ein Phantom-Elfer, wie wir in den letzten Wochen schon erlebt haben. Also ich muss mir das mal in Ruhe angucken. Und auf einmal steht es 2-1 und dann verlieren wir kurz danach einen Spieler. Erste gelbe Karte kann man vielleicht geben, weil er da gerammelt hat. Aber dann bei der zweiten Aktion da ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ja, wir sind eine Mannschaft, wir kämpfen ums Überleben. Und Johnny ist 1,90 Meter groß, Joshua Kimmich ist ein bisschen kleiner. Er hat die Fläche ein bisschen verbreitert, hat die Arme, kein Schlag, hat die Arme rausgestreckt. Also wenn ich da schon eine gelbe Karte gegeben habe, dann habe ich ein bisschen Fingerspitzengefühl und sage, okay, komm, pass auf, nächste Aktion, musst du schon vorsichtig sein. Aber da schicke ich keinen Jungen vom Platz. Vor allen Dingen, er fehlt uns ja nächste Woche im Freiburg-Spiel auch. Und das hat mich wirklich sehr, sehr geärgert dann, dass man in München verlieren kann, ja, beim wahrscheinlich zukünftigen Meister. Das ist keine Schande. Und wir haben das nochmal gut gemacht. Nachher haben wir im 5-4 verteidigt, wir hatten gar keine Spitze mehr. Aber es ging auch nicht anders, ne? Wenn man dann sieht, was Niko noch für eine Wucht dann immer noch mal hat, noch mal über die Seite kommt mit vielen, vielen starken offensiven Leuten. Ja, denke ich, dass die Jungs das vernünftig gemacht haben. Und ja, das war aus meiner Sicht das Spiel. Danke, Thomas. Dann Niko, bitte. Ja, Thomas, Entschuldigung. Dankeschön für die Glückwünsche. Ich sehe es genauso. Die ersten 20 Minuten hat das Hannover sehr gut verteidigt. Wir haben zwar Ballbesitz gehabt, aber haben dort nicht allzu viele torgefährliche Situationen kreiert. Dann mit dem 1-0 öffnet sich solch ein Spiel und ab diesem Zeitpunkt haben wir bis zum Halbzeitpfiff sehr gute Chancen herausgespielt, hätten dort nicht nur 2-0, sondern meines Erachtens 4-0 in die Halbzeit gehen müssen. Dann hast du Ruhe und dann passiert eben das, was eben Thomas auch angesprochen hat, du kommst raus und aus dem heiteren Himmel passiert irgendetwas, was in der heutigen Zeit eben ein Elfmeter ist, ja, was aber kein Elfmeter meines Erachtens war, genauso auch wie die Situation mit Oscholek dort auf der anderen Seite. Dann kriegst du es 2-1, ja, und dann hat man schon gesehen, dass wir zwar den Ball hatten, aber Hannover sehr gut verteidigt hat im 5-4-1 bzw. 5-2-3, als noch Jonathas im Spiel war. Unterm Strich verdient, ja, wir haben unsere Hausarbeiten gemacht, wir sind jetzt 5 Punkte vor. Und werden sehen, was heute Abend davon übrig bleibt. Danke. Dankeschön, Niko. Dann eure Fragen bitte. Kurzes Handzeichen wie immer und aufs Mikrofon warten. Bitte. Bitte, Claudio Catunio. Herr Kovac, hallo. Sie haben vor dem 3-1 in der Phase nicht sehr zufrieden ausgesehen am Spielfeld dran. Sie haben viel gestikuliert, gepfiffen und so weiter. Was hat Sie da am meisten gestört? War es sozusagen die fehlende Intensität, das Tempo? Wurde das Spiel nicht breit genug gemacht? War es alles? Oder was ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen? Ja, es ist ja so, dass der Gegner schon auf die Fehler wartet, um letztendlich gut umzuschalten. Das, was mir nicht gefallen hat, wenn wir
durch die Mitte gespielt haben und in der Mitte ist es am engsten. Ja. Sie haben eine Fünferkette gespielt, haben vier Leute davor gehabt, einen Stürmer. So, und wenn du den Ball in der Mitte verlierst, geht die Post ab. Wenn du dann auch noch zwei hohe Außenverteidiger hast, dann hast du keine ordentliche Restverteidigung, die dann gefährlich werden kann. Beim Gegentreffer bzw. bei dem Handspiel passiert es ja auch, dass wir durchdecken, dass dort, ich glaube, meiner aus dem zweiten Plan hinter unsere Kette läuft. Dadurch, da war noch eine Grätsche, glaube ich, von Thiago, die nicht sitzt. Und das war die Problematik. Wir haben dann zu langsam gespielt, wir haben dann nur noch durch die Mitte gespielt und die Restverteidigung hat mir nicht gefallen. Ja, weil du musst immer wieder damit rechnen, dass irgendwo einer wegrutscht, dass irgendwo ein Ball hinter die Kette gespielt wird und dann sind sie weg. Und deswegen muss man in der Situation, wenn man 2-1 führt, muss man erst einmal wieder gut stehen, organisiert stehen und dann eine Welle auf die andere fahren. Das hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich draußen versucht, Einfluss zu nehmen, was mir nicht ganz gelingt, weil ich zu leise bin. Links dahinter, Christian Kunz. Eine Frage an Herrn Kovac und danach an Herrn Doll. Herr Kovac, wie sehr hat Sie der Empfang für Franke Brien und Arjen Robben gefreut? Und Herr Doll, können Sie schon sagen, was mit Philippe ist? Ja, natürlich freut mich das. Es ist doch schön, Dolly und ich, wir haben auch lange Fußball gespielt, nicht auf dem Niveau wie die beiden hier, ja, aber... Was? Ja, gut. Wir waren nur internationale Klasse. Die beiden sind Weltklasse. Also, nein, es ist schön, wenn man sieht, die kommen rein, die haben ja eine Dekade geprägt. Der Rafa hat heute sein 500. Spiel in Europa gespielt. Also, es ist schon schön und das haben sie sich auch verdient und ich hätte ihnen gerne auch mehr Minuten gegeben. Nur leider hat das Ergebnis das nicht hergegeben. Freut mich natürlich auch für den Frank, der nun jetzt kein ausgewiesener Goalgetter ist, aber hat heute auch wieder ein wichtiges Tor gemacht zum 3-1. Deswegen, das ist schön und ich finde auch toll, wie das Publikum reagiert hat. Dafür Dankeschön. Ja, ich habe gerade Gelegenheit gehabt, mit ihm kurz zu sprechen. Wir müssen jetzt erstmal die Untersuchung abwarten. Ich glaube, er hat irgendwie unter den Fuß gehauen oder so. Das war so eine Situation mit Thomas Müller. Irgendwas am Knöchel, da müssen wir erstmal nochmal abwarten. Also es ging nicht weiter und Philippe ist wirklich ein harter Hund. Also bevor der sich hinsetzt, muss schon irgendwas sein. Und ja, deshalb mussten wir auch wechseln und hoffen natürlich, weil wir haben ja auch nicht mehr so viele Innenverteidiger dann auch da, dass es nicht so schlimm ist, dass wir ihn vielleicht wieder für die nächste Woche auch dann zur Verfügung haben. Dann die letzte Frage hier nochmal. Herr Kovac, wie schätzen Sie denn jetzt, sagen wir mal, den aktuellen Leistungsstand von Robben ein? Es hat ja erst das 3-1 irgendwie fallen müssen, bis die gesagt haben, Arjen, es sind jetzt noch drei Spiele. Ist er sozusagen auch als Joker, als derjenige, der dann am Ende vielleicht mal den Unterschied macht, eine Option? Oder ist das jetzt so eine Art Ehrentour, wenn man zwei Tore vorne ist, kann man ihn bringen? Also wir wissen ja alle, dass er 5 Monate nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Er hat jetzt, glaube ich, in der Summe 5 oder 6 Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht. Die anderen haben die ganze Zeit auch trainiert und auch gespielt und auch gut gespielt. Der Kingsley bzw. auch der Serge, ja, die das wirklich gut gemacht haben. Und von daher werden wir zusehen, dass wir ihm trotzdem die Minuten irgendwie geben. Aber ich kann niemandem irgendwie etwas garantieren, weil Sie wissen selbst, es ist alles spielabhängig, ergebnisabhängig. Und wenn wir das Gefühl haben von draußen, dass uns einer dieser beiden älteren Spieler helfen kann, dann haben Sie es ja auch gesehen, haben wir heute auch reagiert und das werden wir in der Zukunft auch machen. Aber ich würde mir wünschen, dass Sie noch die eine oder andere Minute bekommen, ja. Dann vielen Dank Ihnen. Dankeschön den beiden Trainern. Alles Gute unseren Gästen von Hannover. Thomas Doll, danke. Danke, ciao.